Der Name Heinrich Lübkes, Bundespräsident von 1959 bis 1969, wird lebendig bleiben als der eines aufrechten Mannes, der sich mit seinen Mitteln, die am Ende deutlich beschränkt waren, unermüdlich, aber leider demenzkrank, um Gerechtigkeit und um Menschlichkeit bemüht hat, um Volk und Staat, um Europa und den Frieden. Willy Brandt tat sich nicht leicht mit der Würdigung. Tatsächlich war Heinrich Lübke zum Beispiel auf dem Gebiet der Entwicklungspolitik ein engagierter Vordenker. Er hat als höchster Repräsentant des Wirtschaftswunderlandes BRD etliche Reisen nach Afrika gemacht. Ein Volk, das selbst aus tiefer Not wieder aufgestiegen ist, dem Helfende aus anderen Ländern das tägliche Brot vermittelt haben, es muss mehr noch als andere Nationen sich verpflichtet fühlen, dass die zahllosen Hungernden in aller Welt gesättigt werden. Heinrich Lübke erscheint in der Rückschau als tragische Figur. Einerseits war er eine treue Seele und aufrechter Sauerländer aus dem Örtchen Enkhausen. Er war einer der unseren. Er wollte auch nicht mehr sein. Er war wirklich bodenständig. Und andererseits hatte ihn das Politikpoker in Gefilde katapultiert, in denen er sich schließlich hoffnungslos verlief. Ich darf Ihnen aber auch das eine versichern, wenn ich dieses Jahr hier zum 17. Juni in Helmstedt spreche, dann ist das mein eigener Wunsch gewesen. Der eigene Wunsch des Herrn Lübke wurde zunehmend als Sturheit eines hoffnungslos überforderten Mannes wahrgenommen. Henry Nannen forderte im Stern: Treten Sie zurück, Herr Lübke. Tun Sie es sofort. Sie haben die Chance, Ihrem Land endlich wirklich einen Dienst zu erweisen. 3 Jahre nach seinem Rücktritt starb Heinrich Lübke. Geblieben ist vor allem die Erinnerung an seinen Fauxpas. Mit diesen paar Worten möchte ich aufhören und meinen Schluss machen. Es würde für mich ganz gut sein, wenn ich einige Stunden ins Bett käme. Guten Morgen, meine Damen.